Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hof Bergmann belautet in der Version 1.0.0.5. Wir hatten ja gestern Livestream gemacht, also am Samstag, weil die Folge kommt jetzt am Montag. Und ich kann euch nur empfehlen, die Map runterzuladen. Also sehr viele schöne neue Sachen, ich bin angenehm überrascht. Und also ich mache weiter auf der Hof Bergmann. Ich hätte gesagt, ich habe momentan keine Lust mehr darauf, weil wir jetzt auch wieder neue Spielstand anfangen müssen. Und hat ja auch gesagt, wenn sie kommt, ich lade mal so runter, guck mal so an. Das haben wir gestern gemacht und also top. Wirklich top. Auch nicht mehr so performance-lastig. Da hat der Farmer an die 80 Mutter dran gesetzt. So, den stellen wir jetzt mal dahin. Den Kalkschreuer brauchen wir jetzt nicht. Jetzt fahren wir noch einen Kipper hole und dann fahren wir mal sehen, weil der Helfer ist noch am Flügel. Und diejenigen, die den Livestream nicht gesehen haben, ich habe die in die Playlist von der Hof Bergmann mit eingefügt, ist Folge 81, das ist jetzt Folge 82, kann er da mal gucken. Ballelift mit Taste R zu öffnen, kann man Quaderballe einlagern, Stroh und Heu oder auslagern. Dasselbe haben wir da hinten mit der Rundballe, das ist einmal hier und da hinten an der Seite haben wir auch mit Taste R. Einlagern ist schon sehr schön, das wäre Deko. Dann kann man hier Rundballe Stroh. Sind jetzt drin 54 eingelagert. Kann man dann auslagern. Maximal immer 4 Stück. Bin auch abgedeckt mit der Plando. Also top. Fällt mir. Und dann. Ah, hier unser Brutus. Unser neuer Hofhund. Finde ich so eine geile Sache. Vor allen Dingen, der steht nicht starr rum, der läuft über den ganzen Hof, komplett hier hin rum. Hab jetzt mal einer geholt, haben wir gestern schon Hundefutter geholt. Und ich find's einfach nur schön. Ja, wir brauchen doch noch alles 19, wenn wir LS70 schon alles haben. Das ist der Brutus, der kriegt auch irgendwann noch die Partnerin dazu. Aber vorerst langt der mal. Ja, dann dahinne, das habe ich gestern durch Zufall gesehen, mich hinten an dem Hundezwinger war. Da haben wir jetzt gestern im Stream, haben wir die jetzt Vanessa getauft. Das ist Vanessa, die regelt sich da mit dem BH und Shorts auf der Liege rum. Hello. Ja, hallo. Ja, aber irgendwie kann die sich nicht, richtig irgendwie schlafen oder sich ausruhen. Die als von einer Seite auf die andere. Jo, und lauter so ein paar Kleinigkeiten, also, wie gesagt, ich bin angenehm überrascht. FPS. Jetzt habe ich den Grafik mal drin, aber den werde ich schon mal rausholen. Weil ohne den Mod habe ich nämlich 60 FPS, jetzt habe ich nur 28. Und der fliegt auch nochmal raus. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt da drin, weil ohne den ist genauso gut. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied. In der Folge lassen wir ihn jetzt drin. Nächste Folge ist er wieder draus. Helfer C hat die. Jawohl, der ist fertig mit Flüge. Clans habe ich oder ob er links wieder drin. Dass man mal sieht, was die Helfer und so weiter machen sind. Haben wir gerade noch die Kipper hole, dann fahren wir den oben ins Kalkwerk. Da wollte ich nämlich noch Kipper voll Kalk auf den Hof fahren, dass wir nicht jedes Mal dann da hoch müssen. Und dann fahren wir, wie wir noch schnell sehen. Dann kann ich der Helfer nämlich jetzt ans nächste Feld setzen zum Flüge. Und wir können anfangen zu sehen. Seasons Mod ist mit drin. Ich habe jetzt momentan auf 3 Tage, das langt jetzt mal, weil wir haben jetzt nur 4 kleine Felder, also ein großes und 3 kleine. Und von daher haben wir jetzt mal auf 3 Tage.
Wenn man später mehr Felder dazu bekomme, dann kann man das logischerweise dann hochsetzen auf 9 oder 6 Tage. Normalerweise mache ich Standard dann immer 6 Tage. Auch für den Anfang jetzt so lange 3. Ja, wie gesagt, ich habe gestern im Stream und war angenehm überrascht, ey. Also echt, das ist. Wenn jetzt Greis jetzt noch dazu kommen. Werners mit Sky oder irgendwas steht da dran. Das ist der Werner von Burning Gamers. Und ich war etwas geschockt, wie ich reinkam in der Lade. Wenn ich im Stream mal angucke. Und aber das werde ich dann so nach und nach nochmal ein bisschen umbauen. Ein helles Cache-Leucht dran. Nee. Ist blöd, dass alle, nicht alle Traktoren, das Bussystem dran haben für die Schläuche. Ja, was Sönd hier macht, weiß ich noch nicht. Den muss ich mal noch anrufen. Von dem habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört. Mal gucken, wie es der so geht. Ja, wie gesagt, jedenfalls geht es auf der Hofbergmann geht's definitiv weiter. Das erste, was ich gestern gemacht habe, gleich mal die FPS geguckt. Und die waren bei 60 optimal. Aber den Grafikmod, wo du mit dabei rein muss, den schmeiße ich wieder raus. Weil der bremst das irgendwie. Der hat dann hingeschrieben, wenn der Mod nicht drin ist, funktioniert die Map nicht richtig, aber ich habe gestern konnte ich nichts feststellen, dass auch nichts funktionieren wird. Aber ohne Verkehr muss ich noch schneller machen. Weil ich nehme jetzt auch an 60 FPS auf. Das wird auch nicht mehr gerendert, das wird dann direkt hochgeladen. Weil ich das vorher immer, weil ich ja so eine kleine Leitung habe, auf 30 FPS aufgenommen. Ihr habt nichts gesehen. 30 FPS aufgenommen, habe das dann gerendert, dass der Upload dann schneller ist. Aber wir lassen es in 60 FPS und dann ist auch die Grafikqualität besser. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Hat noch ein bisschen stehen gelassen da. Kollege. Haben wir noch zwei Frontgewichte runtergeladen eben noch. Vor der Aufnahme. Einmal für der John Deere und einmal ein normales Steuergewicht. Das hängt jetzt an dem anderen für zum See. Das seht ihr dann aber gleich, wenn wir anfangen. Ja, und der Lade von Snoo, den werde ich dann auch nochmal umbauen. Da können wir nochmal den Rubber Duck nennen. Aber das mache ich dann so nach und nach, wenn ich Zeit habe. Ja, der Motto, das irgendwie der. Bremst das alles ein bisschen aus. Ja, da steht noch der Fendt. Da hatten wir gestern. Ich hatte sie erst in Deutz wollen umbauen als Frontlader, aber das geht bei dem nicht. Und da habe ich dann gestern schnell noch ein bisschen nochmal getauscht. Bin dann mit dem Fendt nochmal runter auf den Hof und habe dann dort eine Frontlader dran gemacht. Ach, wenn man ganz sagen kann. 103 Achser.
Wir drehen allerdings was nennen. Der wird danach geholt für zum Dreschel, für die Ernte. So. Das war das. Ah, der Helfer. Was ist da mit dem? Ja, hat er die Spitze stehen gelassen. Das hier ist noch ein Standardgewicht. Das andere Gewicht, das neue, müssen wir dann Hohle fahren. Was hat der dann noch gemacht? Ziehen wir gerade die Spitzen noch ein bisschen raus. Also ich finde mal, dass die Hofbergmann bis jetzt die beste Map ist im LS17, wo es bis jetzt gebaut. Also mit dem, was jetzt alles auch verbaut ist und alles, und der ganze Funktionen und die neue Tiere jetzt, wie der Hund und Ziege und die Ferkelaufzucht ist dabei, also ja, die Map, die hat schon in sich. So. Flug drehen wir B. Einmal rumdrehen. Was macht er jetzt? Ja, das sollte ich nicht drehen. Sollst du weitermachen, mein Freund? So. Ja, das ist der Deutz TTV Standard Grün. Habe ich jetzt das neue Frontgewicht von da dran gemacht mit Kette und den Sämaschinen mit dem mit der Kreiselecke. Alles, also beides 4 Meter ist die Kreiselecke ist vom Kuhnpack und dann schreibe ich, was mal teste und dann die passenden Sämaschinen mit dran. Ganz passe tut es nicht von der, vom Anbau. Mal beim Hoch- und Runterlasse kommen die Reife hier unten an die Schraube. Da geht der Reife dann so gleich durch, aber damit kann ich leben. Und dann fahren wir mit dem Geschoss. Fahren wir jetzt mal sehen. Weil du musst ja schon was Passendes von da dran. Weil ein kleiner Traktor oder Standardtraktor packt das nicht. Jo, das ist einer aus dem Ort. Der wollte mal mitfahren, sich das mal ganz angucken. Der wollte auch mal gucken, wie der Deutz so funktioniert. Und da habe ich gesagt, kein Problem. Kommst du hoch, wir starten jetzt und kannst du mal eine Runde mitfahren. Und 4 Meter, da muss man ein bisschen aufpassen im Verkehr. Da sollen wir ziemlich rechts bleiben. Mit 4 Meter sie überhole, das wäre nicht so arschgut. Aber ich denke mal, wir werden uns vielleicht noch ein Feld kaufen, großes.
Weil ich wohl noch ein Feld mache für Mais. Maishäcksele. Also mal gucken, welches Feld man mir da uns da hole. Da oben anfange. Ja, und im Livestream hatte ich auf alle vier Felder Kalk gestreut. Aber da nehme ich schon mal die erste Düngestufe drauf. So, dann machen wir GPS. Einmal. Wenn man so, oh, lass mal so. Dann passt das auch mit dem Rand. So, dann machen wir Gerste drauf. Einmal Gerste anschalten. Ach. Allrad. Ja, jetzt packt das. Jetzt läuft's. So, lassen wir mal weg, dann sehen wir nämlich besser, was da geht. Ja, dann muss er schon. Da muss schon ein passender Traktor vorne dran, wie gesagt. Oh, Freunde, ist hier gerade, wir sind da schon wieder am Ende unserer Folge. Ich mache jetzt hier noch ein kleines bisschen weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch schon mal ein bisschen Spaß gemacht. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und einen neuen Start in die Woche. Macht's gut, man sieht sich, bis dann, alle. Tschüss.